Geräusche natürlich von, also Farben, die Einschläge der Bomben natürlich. Und ich kann heute kennen, immer Silvester, da habe ich sehr ungern. Und einmal bei einem Feuerwerk im Britzer Garten muss ich mich hinsetzen, weil ich da keine Luft mehr bekommen habe. Da ist es wieder hochgekommen. Wenn die alliierten Bomber kamen, war ja Verdunklung bei uns. Also das ist natürlich auch eine Kindheitserinnerung, alles war verdunkelt. Schön, und wenn einer auch nur eine Ritze hatte, schrie sofort der Hauswart, ich zeig sie an und so weiter. Und dann haben die alliierten Bomber ja so eine Weihnachtstannenbäume abgeworfen, also so wie ein Feuerwerk, um die Stadt zu erhellen und um zu sehen, wo sie die Bomben hinwerfen sollen. Und diese, das ist wirklich wie ein Feuerwerk, sehe ich heute noch vor mir und erinnert mich natürlich immer an die Bombenabwürfe und kann das schlecht ertragen. Und Silvester ist für mich immer nicht ganz so schön. Am Morgen nach dem Bombenangriff sind wir durch die Straßen gegangen, haben in die Ruinen geguckt und haben nach Bomben, nach Flaksplittern, Bombensplittern gesucht. Das sind so große, scharfkantige Sachen. Und wer mehr davon hatte, wir andere haben Briefmarken gesammelt, wir Flak- und Bombensplitter. Naja, und dann natürlich immer meine Großmutter wohnte in der Mantelbestraße mit dem Kohlenkeller. Telefon hatten wir alle nicht, von Handy gar nicht zu reden, aber kein Telefon. Dann liefen wir los, mein Vater und ich, und überall die rauchenden Ruinen und die Trümmer. Und die große bange Frage, na, ist das Haus von der Oma auch getroffen? Und dann große Umarmung, wenn es nicht getroffen war. Einmal war es doch getroffen, die hat ja einen Kohlenkeller. Und da ist eine Bombe rein und dann hat der Kohlenkeller gebrannt. Und das war natürlich mit all den eingelagerten Kohlen ein Riesenfeuer. Die konnten aber durch den Durchbruch zur Waldemarstraße, Durchbruch war im Keller immer sozusagen der Notausgang zum Nachbarhaus, die konnten noch flüchten, also sie hat überlebt. Naja, Kriegserinnerung schon da. Naja, und das Schrecklichste natürlich, die Rote Armee, meine Mutter in meiner Nähe vergewaltigt worden. Das ist natürlich, jetzt sehe ich so im Hinblick auf Kölner Verhältnisse, kommt das dann doch wieder alles hoch. Man verdrängt viel, aber irgendwann kommt das doch wieder bei Gelegenheit hoch. Nicht, dass ich deswegen therapiebedürftig bin, aber irgendwo gibt es auch sehr unschöne Erinnerungen. Und natürlich dann Berichte von, da ist ein Onkel gefallen, da ist einer vermisst und das hängt schon ganz schön drin.